Das sind alles Aspekte, die mich eben an diese großen Reisemotorräder à la Honda Goldwing erinnern. Aber es gibt auch einen Go-Kart-Aspekt und das mag man vielleicht gar nicht meinen. Der Spyder RT fährt sich tatsächlich super dynamisch auf kleinen und winkeligen Landstraßen. Can-Am Spyder RT. Drei Räder. Reifen wie ein Auto und damit ein ziemlich ungewöhnliches Fahrzeug hier für den Motorrad- und Reisenkanal. Es gibt aber trotzdem zwei gute Gründe, warum wir uns mit diesem Fahrzeug genauer auseinandersetzen und beschäftigen. Und der erste dazu findet sich tatsächlich in der Pressemitteilung von Can-Am bzw. eher von BRP, der Firma hinter der Marke. Und da steht nämlich geschrieben, dass der Spyder RT ein super luxuriöses und komfortables Reisegefährt ist. Und da sind wir natürlich hier bei uns auf dem Kanal goldrichtig. Und der zweite Grund, der hat was mit der Fahrerlaubnisregelung hinter dem Fahrzeug zu tun. Denn Pkw-Führerschein reicht aus, um mit dem Spyder RT auf große Tour zu gehen, aber es reicht tatsächlich auch ein Motorradführerschein. Das heißt, man muss keinen Autoführerschein besitzen, um mit diesem Fahrzeug zu fahren. Ja, und da sind wir natürlich hier bei der Motorradfraktion und haben den zweiten guten Grund, warum wir uns mit diesem Fahrzeug auseinandersetzen. Wir machen das natürlich wie immer. Es geht um alle Aspekte rund ums Fahrzeug und los geht's mit der Technik. Das ist bei so einem Fahrzeug, wie es hier ist, natürlich besonders interessant, weil wir so ein Hybrid haben aus Auto, aus Motorrad und die Basis tatsächlich, man erkennt das, ist ursprünglich mal aus dem Schneemobilbereich kommend. Und ja, was gibt es für Aspekte zu bewerten und zu vermelden? Wir haben natürlich einen Antrieb, ganz klar. Motor aus dem Hause Rotax, 1330 Kubik groß, 115 PS stark und leistet knapp über 130 Newtonmeter Drehmoment bei 5000 Umdrehungen. Ich habe den Autoaspekt angesprochen. Der Motor, Dreizylinder, das kennt man ja so aus dem Motorradbau. Was man aus dem Motorradbau aber sonst nicht kennt, ist die Vorderradführung. Wir haben nämlich hier Doppel-Dreieckslenker gepaart mit Querstabilisatoren. Das ist halt wirklich ein Aspekt, den man eher so aus dem Automobilbereich kennt. Und das Gleiche betrifft auch die Anordnung der Stoßdämpfer. Wir haben Sachs-Stoßdämpfer und die ganze Frontpartie ist eben in der Aufhängung an ein Auto eher angelehnt. Anders sieht es an der Heckpartie aus. Wir haben 225er Hinterrad, 15 Zoll Felge. Das sorgt natürlich für ordentlich Traktion und das gute Stück steckt aber tatsächlich in einer Schwinge. Also hier haben wir eine Anlehnung wiederum an den Motorradbau. Angetrieben wird die ganze Geschichte über einen Zahnriemen. Motorradbau sieht man auch am vorderen Ende und zwar im oberen Bereich, wenn man eben auf den Lenker achtet. Der ist natürlich an einen Motorradlenker angelehnt. Allerdings vermisst man Hebel dran, denn man kann zwar rechts Gas geben, aber es gibt keinen Kupplungshebel und es gibt keinen Bremshebel. Gebremst wird tatsächlich nur über ein Fußbremspedal. Die Anlage ist aus dem Hause Brembo, sind in Summe 270 mm große Scheiben, die natürlich für ordentliche Verzögerung sorgen. Und das Ganze mit einer elektronischen Bremskraftverteilung. Also hier greift die Elektronik beim Ankern unter den Arm. Und ich habe es angedeutet, Hebel fehlen. Es gibt auch keinen Kupplungshebel. Wir haben ein Sechsganggetriebe und das ist halbautomatisch. Das heißt, auch hier keine Notwendigkeit für einen Hebel. Und wir haben tatsächlich sogar eigentlich sieben Gänge, denn es gibt einen Rückwärtsgang. Und das macht tatsächlich beim Gewicht von 464 Kilo trocken durchaus Sinn. Die will man natürlich nicht hin und her schieben und das geht in dieser Konfiguration mit dem Fahrzeug sowieso nicht wirklich. Das heißt, Rückwärtsgang hier angebracht und ich habe das Gewicht angesprochen, 464 Kilo, das ist eine ganze Menge, aber es gibt auch noch ähnlich große spektakuläre Zahlen auf der Habenseite, will ich mal sagen. Wir haben nämlich in Summe 177 Liter Stauraum um das Fahrzeug herum verteilt und es gibt 224 Kilogramm Zuladung. So, jetzt haben wir die technischen Aspekte des Gefährts abgearbeitet und jetzt geht es tatsächlich an den schönen Teil, ans Eingemachte. Ich schwinge mich in den Sattel und die Fahreindrücke und alle weiteren wichtigen Informationen zum Spyder RT bekommt ihr unterwegs.
Meine Zeit mit dem Spider RT geht zu Ende. Und zum Abschluss scheint sogar noch mal die Sonne. Das war leider nicht alle Tage so. Deswegen habe ich es mir jetzt heute noch mal bequem gemacht. Und das ist tatsächlich auch das wichtigste Stichwort, wenn es um den Spider geht, bequem. Bevor wir darauf kommen, will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und verraten, wie sich das Fahrzeug denn tatsächlich anfühlt. Das ist mit Sicherheit die wichtigste Frage, die euch interessiert und auch die mich am Anfang brennend beschäftigt hat. Ja, und wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, am ehesten lässt sich das durch eine Mischung von Honda Goldwing und Go-Kart definieren. Warum so ein breiter Kontrast und warum Honda Goldwing und Go-Kart? Wenn ich hier auf dem Spider sitze, hinter dem Display, ich habe hier vor mir 4 Lautsprecher, ein knapp 8 Zoll großes TFT-Display, es sind Knöpfe für die Sitzheizung, für die Griffheizung, für den Tempomat, fürs Radio, für die Schaltwippe natürlich, für den Rückwärtsgang etc. da. Das sind alles Aspekte, die mich eben an diese großen Reisemotorräder à la Honda Goldwing erinnern. Aber es gibt auch einen Go-Kart-Aspekt und das mag man vielleicht gar nicht meinen, aber der Spider RT fährt sich tatsächlich super dynamisch auf kleinen und winkeligen Landstraßen. Das ist natürlich mit einem Go-Kart vergleichbar und was es eben auch gibt, sind diese beiden Vorderräder, die ich sehen kann, wie beim Go-Kart fahren. Und das verleitet eben auch dazu, ja, sehr direkte Linien zu fahren, immer die Straße maximal auszureizen, sich am Randstreifen zu orientieren, vielleicht nah an den Bordstein oder an einen Randstein heranzufahren, wenn man links abbiegt. Das macht man eben beim Go-Kart-Fahren und ermöglicht eben dieses Fahrzeug auch. Und das vermittelt extrem viel Fahrspaß und Dynamik, vor allen Dingen eben auf den genannten kleinen Landstraßen. Das Fahrzeug reagiert sehr direkt auf den Zug an der servounterstützten Lenkung, fährt sehr, sehr präzise. Und die kleinen Landstraßen sind oftmals auch die, die nicht den besten Belag haben. Und hier kommt das Fahrwerk zum Tragen. Das wird nämlich alles super smooth weggefiltert, ohne dabei irgendwie schwammig oder indirekt oder zu wenig dynamisch zu wirken. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Was vor allen Dingen bei dieser dynamischen Fahrerei natürlich ein wichtiger Aspekt ist, sind die Assistenzsysteme. Wir haben ein Rad zu wenig für die physikalische Stabilität des Autos. Wir haben ein Rad zu viel, um der Physik mit Schräglage so ein bisschen entgegenzuwirken. Und hier braucht es natürlich Assistenzsysteme. Und da ist so einiges an Bord. Wir haben eine Traktionskontrolle, wir haben natürlich ein ABS, wir haben die angesprochene Servolenkung, wir haben diese Bremskraftunterstützung, die elektronische Bremskraftverteilung tatsächlich. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben ein Stabilitätsprogramm an Bord, das das Fahrzeug eben auf Kurs hält. Und erstaunlicherweise setzt es relativ spät erst ein. Also man muss schon ziemlich zügig mit dem Fahrzeug um die Ecke fahren, um hier in den Regelbereich zu kommen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht und macht eben die Fahrdynamik des Fahrzeugs aus. Die Grundausrichtung ist aber natürlich nicht Richtung sportliches Fahren, sondern Richtung Touring. Und auch hier kann das Fahrzeug voll und ganz überzeugen. Die 177 Liter Stauraum haben mir besonders gut gefallen, vor allen Dingen im Alltag. Man ist hier einfach dazu geneigt, hey, nicht ins Auto zu steigen und den Einkauf zu erledigen, sondern eben an der frischen Luft mit dem Can-Am Spider RT. Vor allen Dingen vorne Motorhaube bzw. der Platz unter der Motorhaube zwischen den beiden Vorderreifen bietet so viel Stauraum, dass ein ganzer Rucksack problemlos reinpasst oder auch, wenn man unterwegs ist, man einfach seinen Helm reinstecken kann. Das ist super cool und on top kommt natürlich das Topcase und die beiden Koffer, die haben wir natürlich auch noch. Und für Kleingeld, Geldbeutel, Schlüssel etc. gibt es sogar noch ein kleines Fach hier direkt unter dem Display. Da ist auch ein USB-Anschlusskabel und ein Klinkestecker dabei. Also auch hier noch die Möglichkeit, ein Handy zu verstauen oder einen Player anzuschließen. Also da an Komfortseite an alles gedacht. Und auch der Beifahrer oder die Beifahrerin kommt hier nicht zu kurz, denn die Sitzheizung, die mit dabei ist, die Griffheizung, die mit dabei ist und auch die Lautstärkenregelung lässt sich getrennt für den Sozius einstellen. Also hat hier jeder auf der Langstrecke den maximalen Komfort. Und der wird auch durch den Windschild mit unterstützt. Ich kann sogar unterwegs die Höhe einstellen. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, kann ich mir das noch ein bisschen anpassen. Und wenn ich dann meine Position gefunden habe, das hat sogar eine Memory-Funktion. Das fährt zwar runter, wenn der Schlüssel ausgedreht wird, aber sobald ich wieder unterwegs bin, nimmt es die ursprüngliche Position mit ein. Also hier jede Menge Komfortaspekte mit an Bord, die das Leben auf der großen Reise leichter machen.
große Reise. Da sind wir tatsächlich auch so ein bisschen beim Abschluss. Dafür ist dieses Fahrzeug gedacht. Die Firma BRP, Can-Am, die Marke, die kommen ja aus den USA. Da gibt es große Distanzen zu überwinden. Und genau dafür ist eben dieses Fahrzeug gedacht und soll diesen Spagat vielleicht so ein bisschen aufmachen zwischen dem Freiluftfahren, wie man es eben vom Motorrad kennt, und dem Komfort, den vielleicht ein Cabrio mitbringt oder eben diese angesprochenen großen Reisemotorräder. Wenn du genau nach sowas suchst, dann kann ich dir nur empfehlen, schau mal beim BRP und Can-Am Händler vorbei. Eine Probefahrt ist auf jeden Fall das Richtige für dich. Und wenn du es gemacht hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du deine Eindrücke hier im Video als Kommentar schilderst und uns einfach mitgibst, wie dir der Spider gefallen hat. Vielleicht hast du ja sogar einen und hast schon mehr Erfahrungen und einige tausend Kilometer damit zurückgelegt. Auch dann gern hier eure Eindrücke in den Kommentaren schildern. Und falls ich jetzt einen Punkt nicht angesprochen haben sollte, der dich interessiert, dann natürlich unbedingt die Frage ebenfalls in den Kommentaren adressieren. Ja, und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal. Natürlich auch für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal.